Zum Bergstreittag ist jedes Jahr ganz Schneeberg auf den Beinen. Ach, was heißt ganz Schneeberg? Die ganze Region kommt in die Bergstadt, um der vielen Bergleute aus den vergangenen Jahrhunderten zu gedenken. Ein Höhepunkt im Jahreskalender von Schneeberg. Der Markt wird zur Festmeile mit großem Bühnenprogramm, Verkaufsständen und einer Bürgermeisterwette. Es war ein Sonntag in diesem Jahr, immer am 22. Juli. Grund, wie schon ein Jahr zuvor, ein ganzes Festwochenende draus zu machen. Und während auf und rund um den Markt gefeiert und der große Bergaufzug erwartet wird, werden hinter den Mauern eines ganz besonderen Hauses direkt am Markt leisere Töne angeschlagen. Es ist das Haus mit der Adresse Markt 15. Die Schneeberger sagen dazu nur das Schnorrhaus. Das Gebäude ist das Stammhaus der Familie Schnorr von Karolsfeld. Sie gehören zu den bekanntesten Berg- und Hammerherren hier im Erzgebirge. Und Rosina Schnorr von Karolsfeld ist eigentlich eine der bedeutendsten dieser Familie und sie ist mein großes Vorbild. Sie beobachtet mich jeden Tag, wie ich hier im Haus agiere. Die Schnorrs sind mittlerweile in Deutschland verteilt. Familie Schmatt pflegt aber Kontakte zu ihnen nach Köln oder Mainz. Und sie beobachten wohlwollend, wie in diesem Stammhaus die Traditionen des Erzgebirges, vor allem das Klöppeln und heimatliche Kultur, hochgehalten werden. Dazu haben sie eine Säule gestiftet. Im Hintergrund sehen wir die Säule, die uns die Familie Schnorr von Karolsfeld gestiftet hat. Wo kann ich sicherer in meinem Leben stehen? Steffi Schmatt liebt das Haus, in dem sie ihr Klöppeldesigngeschäft betreibt. Und sie liebt ihre innige Beziehung zum Erzgebirge und ihrer Heimatstadt Schneeberg. Mein Mann und ich, wir versuchen unser Haus zu öffnen für alle Besucher, die Interesse haben an urwüchsiger erzgebirgischer Kultur auf hohem Niveau. Wir freuen uns, dass wir jedes Mal zu den Feierlichkeiten in Schneeberg Chöre begrüßen können, denen es am Herzen liegt, die erzgebirgische Kultur weiterzutragen. Das gelingt auch jedes Mal. Schnell ist der Innenhof bis auf den letzten Platz gefüllt. Es gibt weit mehr Interessenten, als das Haus aufnehmen kann. Immer mit dabei ist Rosina Schnorr. Nicht persönlich sicherlich, aber mit viel Humor und dem Geist der damaligen Zeit entsprechend dargestellt von Schauspielerin Birgit Lehmann. Rosina war eine Wohltäterin, übernahm nach dessen Tod die Geschäfte ihres Mannes, der das Blaufarbenwerk Niederpfannenstiel und den Auerhammer besaß. Sie war sozial engagiert und stiftete unter anderem eine große Geldsumme zum Aufbau eines Waisenhauses oder sponserte Baumaterial für die Schmelzhütte. Eine warmherzige Frau, die Rosina. Ich wollte gerade Hausherren vorschlagen, ihren schönen Keller als Weinlokal. Ich würde gerne mit Ihnen dort einen schönen Weinabend verleben. Das ist wunderbar. Wir können hier bei Ihnen auch einen schnorrischen Abend anbieten. Einen Schnorri-Abend? Ja, es sei geschnorrt und gepfiffen oder so. Also das wäre doch nee, was. Ich habe heute meinen Enkel getroffen. Süßes Bübchen, der Hartmut. Ja. Hartmut war heute da. Hartmut Schnorr von Karlsruhe. Ja. Es ist auch ein Freund von mir. Ja, er ist im Lande. Er ist im Lande. Ja, er ist heute noch in meinem Verein gewesen. Sehen Sie, und er ist aus Köln gekommen. Aus Köln, ist er gekommen und er hat sich für mich schön gemacht. Er hat das Hütchen geschwenkt und er war sehr artig. Er war endlich mal artig? Ja, ich habe ihm ein Steckenpferd mitgebracht, aber er braucht es nicht mehr. Er ist dem Steckenpferd entwachsen. Ich war schon sehr erschrocken. Das Bübchen wird 80. Es ist ein Knabe, ein alter Knabe, gnädigste. Alter, wie Sie gesagt, ist ein Knäblein. Heute wird in deren Haus unter anderem geklöppelt. Die Spitze ist darin Spitze. Ich fühle mich hier absolut sicher aufgehoben im Kreise meiner Freundinnen, die sich heute extra mit Spitze geschmückt haben, mit zwei historischen Kragen und ansonsten alles moderne Spitze, wo man sieht, Spitze ist immer aktuell und immer modern und jede Frau sieht mit Spitze einfach toll aus. Das berühmteste Mitglied der Familie ist Veit Hans Schnorr, bei den Schneeberger Bürgern bekannt als der reiche Schnorr.
Er wurde bekannt als Hammer- und Blaufarbenfabrikant in Sachsen. Die berühmte Trinitatiskirche in Karlsfeld wurde von ihm gestiftet. Schnorr wurde 1687 vom Kaiser Leopold I. geadelt. Daher hat die Familie den Namen von Karolsfeld. Er verstarb 1715 als einer der bedeutendsten Unternehmer des Erzgebirges. Auf dem Weg zu seiner letzten Ruhestätte bildeten mehr als 400 Bergleute einen Trauerzug. Ein Trauerzug ist der Bergaufzug zum Bergstreittag. Nun wahrlich nicht. Er lebt. Er lebt von den vielen Bergbrüdern und Bergschwestern, die mit Recht stolz sind auf das, was durch den Bergbau hier im Erzgebirge erreicht wurde. Nach der Entdeckung der reichen Silbervorkommen um 1470 und dem großen Berggeschrei entwickelte sich der Bergbau in Schneeberg stürmisch. Jedoch waren die Tage reicher Silberausbeute auch gezählt. Schon 30 Jahre später sank der Ertrag aus den Gruben. Um an die reichen Erzgänge unterhalb der Oberfläche zu gelangen, musste der Aufwand erhöht werden. Das Betreiben der Gruben wurde teurer. Deshalb beschlossen 1496 die Bergbautreibenden, den Wochenlohn der Heuer von 10 Groschen um einen Groschen zu brechen, also zu kürzen. Doch das Leben der Bergleute war nicht einfach. Zwar hatten sie Privilegien, wie die Freiheit vom Militärfron sowie verschiedener Steuererleichterungen, aber auch ihre wirtschaftliche Lage war keineswegs rosig. Nur 2 Groschen blieben zum Kleiden und um die Kinder zu versorgen. Zugleich wurden trotz der technischen Entwicklung im Bergbau die Arbeitsbedingungen härter. In dieser Situation war das Brechen um einen Groschen ein Einschnitt, der nicht hingenommen werden konnte. 1498, nach einem erneuten Versuch der Gewerke, den Wochenlohn zu kürzen, zogen die Bergleute mit der Knappschaftsfahne, dem Symbol des Bergreviers, aus der Stadt und besetzten den nahegelegenen Wolfsberg. Unter diesem Druck lenkten die Gewerke ein, die Lohnkürzungen waren vom Tisch und die Bergleute kehrten in die Stadt zurück. Als ehrfürchtige, religiöse Menschen führte sie ihr Weg auch zu einem Dankgottesdienst in ihre Kirche. Von da an wurde dem Schneeberger Streittag zu besonderen Anlässen mit einem festlichen Berggottesdienst und Bergaufzug gedacht. Immer am 22. Juli, dem Namenstag Maria Magdalenas. In diesem Jahr, es ist der 522. Bergstreittag gewesen, gab es aber historische Vorwürfe. Denn niemand habe, so erzählte es Bergbauvereinsvorsitzender Volkmar Müller der Freien Presse, einmal recherchiert, ob die Geschichte denn so stimme. Seiner Meinung nach könne nur der Berggottesdienst an Maria Magdalena, dem 22. Juli, nachvollzogen werden. Denn Schneeberg verlor 1472 lediglich seine Kapelle, wegen der Einziehung der Besoldung für die Priester. Ab 1539 waren als Ersatz 3 Bergpredigten verordnet, unter anderem eben an Maria Magdalena. Unisono erhielt er aber die Antwort, der Bergstreittag sei nun mal da. Es stehe so in der Chronik von Melzer. Außerdem lebt damit die Bergbautradition. Und so geht der Bergstreittag ja auch immer mit einem gemeinsamen Konzert auf dem Marktplatz zu Ende.